So, Schießpulver. Das ist auch eine sehr beschissene Mission. Aber das hätte es besser geklappt, als ich dachte. Die letzte haben wir ja schon geschafft. Die Mission ist ja einfach nur so eklig, weil du richtig angegriffen wirst und überhaupt keine Verteidigung bauen darfst. Platziert euer Vorratslager, Hoheit. Mal schauen. Hier habe ich Steine. Verteidigung darf ich aber nicht bauen. Ich darf halt nur diese Sachen bauen. Bambus ist hier. Aber Salpeter ist hier. Platziert euren Kornspeicher, Exzellenz. Nicht genügend Arbeiter zur Verfügung, um dieses Ach, Feuer Gott zu sei Dank. betreiben. Hoheit, wir können uns Salpeter aus den Salpeterminen in der Nähe besorgen. Dann können wir daraus Schießpulver herstellen, indem wir Schießpulverwerkstätten bauen. Außerdem sollten wir auf Angriffe aufpassen. Der Krieg mit den Song ist in letzter Zeit noch intensiver geworden. Oh, das sollte für den Anfang zumindest reichen. Die Schwarzfeuerwerkstätten werden auch nicht leicht. Aber wenigstens haben wir 40 Tage. Das mit den Gebäuden finde ich auch so. So beschissen. Ein bisschen Geld gesammelt. Oh, die war ein bisschen teurer. Aber Salpeter lohnt sich. Die Song haben eine Invasion gegen uns gestartet. Sie haben sogar ihre eigenen Belagerungsmaschinen dabei. Der Feind greift an! Okay, ich glaube, das macht tatsächlich sehr wahrscheinlich, dass sie hier lang gehen. Die brauche ich jetzt noch nicht so viel. Aber ich muss jetzt schon recht bald anfangen mit Schießpulver. Ich wünschte, ich könnte den Burgherrn heilen. Wir haben fast keinen Reis mehr, Hoheit. Ach, Schießpulver habe ich dabei, gut. Schießt erstmal die Nahkämpfer weg. Die Katapulte kriege ich tatsächlich problemlos anders weg. Von mir aus. Nee. Gut. Haben wir schon eine Produktion? Sollte aber genug Produktion sein letzten Endes. Wenn es dann mal anläuft. Keinen Reis mehr, Hoheit. Gut. Nicht genügend Arbeiter zur Ja, Verfügung, ja. um dieses Gebäude zu betreiben. Warum kann ich die Sachen bauen? Ich habe keine Ahnung. Ja. Aber ich würde jetzt gerne mit den Dingern anfangen. Davon brauche ich eine Massenproduktion.
Geht auf jeden Fall gut schnell. Sehr schnell. Gut schnell, ja. Ach, wenn ich wenigstens einen Bogner machen könnte. Kann es kaum erwarten, die Füße in meinem bequemen Haus hochzulegen, Hoheit. Brauche ich Geld? Hoheit, die Jugendlichen in der Gegend wurden mit illegalem Feuerwerk erwischt. Ich mache mir Sorgen, dass sie eines Tages für richtigen Schaden sorgen könnten. Ja, ich auch. Für nicht richtigen Schaden bin ich auch nicht zu haben. Okay, wie viel brauche ich nochmal? 250. Und ich habe schon 6 Tage verbraten und die Schwarzpulvermanufaktur dauert ja ewig immer. Hab ich, ja, wenigstens habe ich einmal mehr. Ist ausgebrochen. Oh. Gebäude stehen in Flammen. Der Kornspeicher brennt. Noch ein klein bisschen mehr. Ich will einfach jetzt ein richtig gutes Haus haben. Die haben fast alles hier weggeholzt. Ja, müssen sie halt ein bisschen weiterlaufen, ist okay. So ein richtiges Haus, bitte. Endlich ist es Zeit für das Jingming-Fest. Ja, genau. Endlich. Das wird mit Sch gesprochen. Interessant, das Kuh. Ja, das mit dem Gebäude zerstören muss ich dann auch mal vielleicht ein bisschen eher angehen diesmal. Dass es nicht wieder so auf dem letzten Drücker ist. Oben kriege ich leider nicht mehr raus. Das Einzige, mit das ich jetzt noch richtig mehr rausholen könnte, wäre hier. Was kostet halt so viel? Ein kleiner Pranger vielleicht für euch? Ah, obwohl... Das ist wieder scheiße, weil ich keine Verteidigung habe. Weiß, läuft noch. Das Geld wieder. Das gute Jingming-Fest. Noch nie habe ich eine solch vollkommene Behausung gesehen, Eure Exzellenz. Ja, danke. Ich kann noch ein klein bisschen mehr. Kolonne. Was? Was ist das denn? War das schon die ganze Zeit da?
Gibt's ja noch mehr? Bist du? Ich würde gerne mal zwischenspeichern. Gespeichertes Spiel überschreiben? Oh ja, okay, ein bisschen Tee. Erstmal so. Ah, die Hexerei war eine Zeit lang aktiv, wenn ich mich recht entsinne. Mach mal so. Der Feind greift an! Oh nein! Sind da jetzt Bogenschützen dabei? Oh, Kacke! War da schon immer Bogenschützen dabei? Ich kann es mir nicht erlauben, Leute zu verlieren, tatsächlich. Das ist echt. Die sind direkt an dem Ding vorbeigegangen. Hexerei ist echt nicht lustig. Hexerei ist vor allem ewig lange aktiv. Ein bisschen aufs Geld achten. Na gut, das hat sich tatsächlich gut getoastet. Diesmal rennen sie durch. Könnt ihr mal die Bogenschützen da loswerden? Danke. Ja. Hier so in dem Bereich war es. Wie lange bleibt die Hexerei noch bestehen? Die geht mir auf den Sack. Unser Reisbestand nimmt ab, Hoheit. Ach, danke. Das macht mir große Sorgen, Hoheit. Wir haben so viel Schießpulver hier rumliegen. Das ist gefährlich. Aha, ich weiß. Okay, jetzt haben wir. Wird es auch bald eine Explosion geben, schätze ich mal. Habe ich jetzt nicht alles hiervon gekriegt?
Gehen nochmal da. Ah, da ist ja noch mehr. Oh, okay. Jeden. Schön Handwerkszutaten, die verkaufe ich einfach mal. Ein Gebäude ist explodiert. Ist echt übel, wie die Leute da mal drauf gehen sofort. Gestern Nacht ist meine Freundin explodiert. Ich habe nicht damit gerechnet, darum bin ich blutverschmiert. Wer konnte ahnen, dass sie so reagiert? Gestern Nacht ist meine Freundin explodiert. Sind auch welche Toten, ne? Okay, 19 haben wir. Wir haben es ja schon fast, ey. Dann könnte ich eigentlich mal das Belagerungscamp hier ein bisschen bauen. Und bauen wir es doch hier hin. Oh nein. Wir werden lange brauchen, bis wir uns von der Explosion erholt haben, Hoheit. Ich hasse diese neumodische Technologie. Ich glaube, wir haben uns schon erholt. War noch scheiße teuer. Vorsicht, das Ding ist geladen. Lass die nicht hoch. Ich weiß, hier kann ich einen erwischen. Das war ziemlich gut. Vielleicht sollte ich hier vorne was zur Ablenkung bauen. Etwas, an das hier immer sehr, sehr leicht rankommen und was nicht so schlimm ist, wenn es kaputt geht, sowas wie ein Markt. Autoverkauf über 20 ist, glaube ich, ganz okay. Den wollen wir nicht. Gespeichertes Spiel überschreiben. Raketenwerfer wartet auf Befehle. Schaffst du das? Na, immerhin. Vorsicht, das Ding ist geladen. Raketenwerfer sind auf dem Weg. Ach nee, ich dachte, ihr brennt, aber das ist bloß ein Typ. Raketen sind geladen. Das nur noch, dass es echt beschissen war, hier alles zu treffen. Ich glaube, das hier konnte ich gar nicht treffen. Aber ich hatte auch das einmal Glück, dass ich beide erwischt habe. Gespeichertes Spiel überschreiben. Vorsicht, das Ding ist geladen. Okay, treffe ich da das? Sehr schön. Raketenwerfer wartet auf Befehle. Das Laternenfest ist da. Sehr schön, bezahlt mehr Geld. Ich sollte noch mehr Feste ausrufen lassen, finde ich. So ein kluger Herrscher macht sowas schon mal. Unser Reisbestand nimmt zu, Hoheit. Mhm, ich auch. Tut doch was dagegen. Zunahme. Der Funde. Gespeichertes Spiel überschreiben. Ja. Wo soll das Feuerwerk stattfinden? Ich glaube, das treffen wir jetzt wahrscheinlich nicht. Es sei denn, die haben wirklich das verbessert. Ich glaube wirklich, das wurde verbessert. Weil als ich das letzte Mal gemacht habe. Gespeichertes Spiel überschreiben. Habe ich ja ständig daneben geschossen und das war eine Schwierigkeitsgrad runter. Also. Ich glaube, die haben was verbessert. Oh, das passt so mit plus minus null. Laternenfeste kosten Geld, also müsst ihr mir das schon bezahlen. Okay, noch ein Gebäude und wir haben schon. Ein Feuer.
Feuer ist ausgebrochen. Gebäude stehen in Flammen, Hoheit. Ein Zehntel? Das könnt ihr jetzt aber löschen, oder? Wie? Das war doch aus! Ihr verarscht mich! Hey, das Feuer ist aus und es brennt wieder an. Ja, schön, dass ich trotzdem noch mal alles vom Feuer kriege. Ah, es ist weg. Passt doch. Okay, ich habe nur noch einen übrig. 32, das sieht schon mal gar nicht schlecht aus. Aber es sind ja noch nicht mal die Schwertkämpfer aufgetaucht. Der Feind greift an. Ich muss ja meine Klappe so aufreißen. Ja, ist hier unten lang. Zu nah am Feind, um gebaut werden zu können. Ich soll nicht so als Falle direkt hier ins davor bauen. Ja, rennt genau rein. Scheiße, das tut bestimmt weh. Ja, sehr gut, das Feuer brauchen wir. Jetzt habe ich nämlich keine Chance gegen die da. Kann ich es auch weiter verarschen? Könnt ihr wenigstens mal eintöten? Raketen sind geladen. Lass die nicht hochgehen. Sire. Ein Feuer ist ausgebrochen. Gebäude stehen in Flammen, Hoheit. Der Burgherr wird angegriffen. Nein, lauf weg. Schieß doch auf den, der direkt hinter mir steht. Genau so. Feuer ist wahrscheinlich gelöscht, oder? Wahrscheinlich schon. Raketenwerfer wartet. Ich hoffe, dass ich dann den hier treffe. Der war. Wir werden angegriffen. Gut. Ein Gebäude ist explodiert. Hier. Einfach mal unbeeindruckt alles nachbauen. Und die Produktion sogar noch erweitern. So, wie viele Tage habe ich noch? 18. Das ist ungefähr Halbzeit und wir haben noch nicht annähernd das, was wir brauchen. Ach,
Schießpulver. Das bringt uns irgendwann mal um. Ich arbeite dran. Gespeichertes Spiel überschreiben. Wo soll das Feuerwerk stattfinden? Triffst du das? Wahrscheinlich nicht. Doch, sehr gut. Muss ich auch gucken, lasse ich die Produktivität vielleicht ein bisschen erhöhen noch. Weil ich werde ja doch primär mit Schießpulver verteidigen. Ich muss gestehen, ich wünschte, meine Höhle wäre nicht so feucht. Mir schmerzen ständig die Knie. Ich weiß nicht, wie du über dein Alter redest, aber ich glaube, die findet das nicht lustig. Der Feind greift an! Nimm schon zu an Intensität, oder? Die Angriffe. Die sind so blöde. bitte nicht auf das gehen. Nein. Wieso kann ich das nicht steuern, wann die explodieren? So wie Minen. Obwohl das hier gar nicht schlecht ist. Ey, haben die echt alles ausgelöst jetzt? Das kostet. Hat noch keinen Effekt. Na, endlich. Wie könnte ich jetzt noch schnell an Geld kommen? Tee habe ich leider verkauft. Schießpulver verkaufen ist eine schlechte Idee gerade. Ich könnte noch gucken, dass ich hier... Ein Wasserbüffeljoch wird benötigt, um Gestein ins Vorratslager zu befördern, Eure Hoheit. Da könnte ich noch ein bisschen arbeiten. Ja, ist egal, Hauptsache ich kann jetzt mal arbeiten. Diese scheiß Explosionen reißen einen halt doch stark zurück. Ich würde gerne den maximalen Häuserbonus haben. Bisschen. Ach, warte mal, ich brauche noch mehr. So, Geld kommt gut rein. Habe ich noch Arbeiter? Sehr schön. Dann warten wir erstmal, wenn ich mehr Geld habe als Holz, dann machen wir es mal hier weiter. Ah, okay, wenigstens wieder etwas. Wie viel Produktivität kriege ich dazu? 10%. Hier fühle ich mich wie ein König, Exzellenz. Ja, aber reiten Reis nur zu essen, fände ich jetzt auch ein bisschen bescheiden. Reis und Gemüse, ja, lasse ich mir gefallen, je nachdem was für.
Gemüse, aber ja. Jetzt kriege ich auf jeden Fall mehr Gold rein. Ja doch, mehr Gold müsste ich jetzt auf lange Sicht noch reinkriegen. Ying und Yang werde ich jetzt nicht ansteuern. Ihr wisst schon. Ying und Yang mache ich ja schon, aber ihr wisst schon, was ich meine. Oh, liefert mir noch jemand Holz? Oh, je, 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 je. Ist ja noch Armbrustschützen dabei, verdammt. Mist. Wäre das Gebäude wieder angebrannt, wäre es besser gewesen. Wo geht er jetzt lang? Wo ist mein König? Wollen die jetzt nur das Gebäude zerstören oder wollen die weitergehen? Und könnt ihr mal die Armbrustschützen töten? Die machen mich nervös. Ne, die gehen runter. Klar, das trifft sie trotzdem. Okay, ich habe noch 11 Tage. Die Schwertkämpfe müssen drauf gehen. Könnt ihr dem. Obwohl, der müsste gleich sterben. Der dürfte durch die Explosion mit drauf gehen. Ich hoffe nur, die können nicht hier hochgeschleudert werden. Gut, sind nur noch ein paar Schwertkämpfer. Hä? Kriegt ihr den? Ah, gut gemacht. Das war schon ein bisschen arschig. Ich bin gar nicht mehr in der Nähe. Oh, das hat mich trotzdem erwischt. Das ist wirklich die perfekte Falle für den Gegner. Ah, die Mission ist sehr schwer. Weil man Schwarzpulver so verdammt lange braucht. Wenn ich jetzt nicht eine super Produktion plötzlich noch habe, dann werden wir das wahrscheinlich nicht schaffen. Okay, das brauche ich jetzt eigentlich nicht mehr. Steine. Ah, hat nichts gebracht. Ist ausgebrochen. Gebäude stehen in Flammen, Hoheit. Das Ding nicht explodieren, da ist doch Schwarzpulver drin.
Das ist immer noch okay. Muss ich gucken, dass ich noch an Geld komme. Okay, jetzt haben wir ungefähr die Hälfte, haben aber noch 8 Tage Zeit. Kommt noch ein bisschen Bambus für mich rein? Ja, da kommt was, eine schöne Ladung. Und soll ich langsam mal gucken, dass ich irgendwie noch ein bisschen mehr Angstfaktor steigere. Mir gehen auch langsam die Bogenschützen aus, vor allem wenn immer noch wieder einer weggeschossen wird. Ich kann halt keine weiteren ausbilden. Sonst bräuchte man das ganze Schwarzpulver auch nicht zur Verteidigung. Das ist auch so ein Problem. Du musst es einerseits einsetzen, andere. Es ist schlimmer als bei den Waffen in der letzten Mission. Aber die Bogenschützen hast du relativ schnell produziert. Ich bin ein sehr empfindsamer Mann, Hoheit. Ich hasse es, wenn die Leute hinter meinem Rücken über mich reden. Oh, kann ich verstehen. Feuchteinflößend. Oh, ach so, die werden an Arm und Bein einfach nur hängen gelassen. Hängeseil, ich verstehe. Die Folter kenne ich gar nicht. Tatsächlich bisher. Nicht letal, aber nervig. Gespeichertes Spiel überschreiben. Also sehr unangenehm, kann ich mir vorstellen. Beste heben wir uns für unser Bergfried auf. Noch 5 Tage? Es ist möglich, glaube ich. Wir werden bestimmt auch gleich angegriffen wieder. Ich bin dann gern bereit, ein bisschen von den Steuern runterzugehen, wenn ich dafür nur mehr Produktivität habe. Das gehört nicht zur Musik, glaube ich. Könnt ihr mal stehen bleiben und nicht abballern lassen? Ja, genau so. Gebäude stehen in Flammen hoch. Perfekt! Das ist das Beste, was passieren kann, wenn das Ding auch noch Feuer fängt. Lassen wir einen Drachen steigen. Oh, die bringen das Kind nicht um. Nein! So, kommst du auch schön verteilt. Okay, war das schon der letzte Angriff? Ich habe noch 4 Tage. Klar, Steuern verloren, aber... Das sollte reichen, um andere Städte zu belagern. Produktivität. Wahrscheinlich gar nicht so schlecht. Plus 30%, ja. Mit ein bisschen Glück kommt auch kein Angriff mehr. Gespeichertes Spiel überschreiben? Ich hätte nicht gedacht, aber wir schaffen das ganz gut eigentlich gerade, die Mission. Ach ja, der Markt ist ja weg. Dieser Markttrick gefällt mir. Der ist so unglaublich schön hinterhältig. Vor allem, weil die auch denken, oh, da ist was zum Zerstören, das mache ich gleich mal kaputt. Eigentlich würde ich lieber keine Steuern zahlen, aber immerhin sind sie gering. Hier fühle ich mich wie ein König, Exzellenz.
Kann ich mit der Presse die Falten aus meinen Lumpen kriegen, Hoheit? Schön. Ja, wir haben es geschafft. Wie viel Zeit haben wir noch? 19 Minuten. Ich glaube, da fange ich jetzt nicht noch was an. Also, dann habe ich jetzt alle ursprünglichen Missionen von Stronghold Warlords auf Extrem geschafft. Und dann werden wir das nächste Mal mit Xung Su anfangen. So heißt er doch, oder? Ich glaube schon. Aber, ja. Das war Let's Play Stronghold Warlords für heute. Ich sage Ciao mit Wichtlein TV. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Macht's gut. Bye, Leute.